Ja, hallo, herzlich willkommen beim Rennsimulator mit dem Kellerkind und dem Marcel. Hallo. Hallo zusammen. Wir haben ja in der Nacht, haben wir dieses Gebäude fertiggestellt. Wollte ich euch mal zeigen. Wir haben überall Licht angemacht. Ich finde die Häuser sehr schlecht beleuchtet. Hier auch noch eine Kammer, wo Käse und Wurst reingepackt werden kann. Wir haben hier eine große Küche, die recht nett ist. Ja, so ein kleiner Esszimmer. Noch nach hinten eine Terrasse. Bauen wir jetzt zu, also keine freie Sicht. Ein Kamin. Oh, guck mal. Haben wir noch ein Licht vergessen anzuschalten. Ich habe noch eine Stehlampe gefunden. Und das zweite Haus haben wir in der Nacht aufgebaut. Das war so schnell fertig. Und ja, zurückbauen kann man es ja nicht mehr. Abreißen. Spartanisch eingerichtetes Schlafzimmer, würde ich sagen. Zwei Doppelbetten nebeneinander. Okay. Wer es braucht. Ja, hier so ein Wohnzimmerteil. Hier ein zweites. Da weiß ich nicht, muss man zwei haben. Hätte man hier vielleicht ein Esszimmer rausgemacht. Und auch dieses Gebäude hat eine Vorratskammer. Ein bisschen kleiner. Geht hier hinten raus. So, und das war's auch schon. Nichts Wildes. Ja, ein Trigger zum Schlafen gehen. Und wir haben uns heute mal vorgenommen, ein bisschen zu jagen zu gehen. Und haben dann festgestellt, dass wir nicht mehr so viel Munition haben. Und jetzt wollen wir mal zum Laden. Jeder hat vier Boxen, gut. Wollen uns da ein bisschen Laden. mit Munition eindecken. Und wollen dann mal, sag ich mal, 10, 15 Minuten getrennt jagen gehen. Und dann schauen wir mal, wer wie viele Stücke Fleisch hat, sagen wir mal so. Getrennt jagen gehen. Beide fahren direkt zu den Bären. Und dann ist die Frage, wer kriegt wie viele Bären und wer hat Wer wird noch. vielleicht stirbt? Ja, gut, dann ist Game over. Also ich hätte gesagt, wir machen 15 Minuten, weil es geht ja jetzt da ja auch direkt los. Oder wenn einer die Kühlboxen voll hat. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, 48 zu jagen, aber wenn, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, interessant wird es ja auch, sag ich mal, wenn wir da oben alles weggejagt haben. Aber wer kriegt denn welches Tier, sag ich mal? Nee, Weil wir wir können ja hätten das. beides auf ein gleiche Tier schießen. Ach so, ja, ich denke mal nicht, dass wir da auf sehr. Wir sehen ja, wenn der andere. Oder wir hören den anderen ja schießen. Denk mal, jetzt bei den Bären werden wir uns einmal kurz in die Quere kommen, weil wir beide da ja schön das Fleisch sehen. Hast du schon nachgeladen? Nee. Und dann, ich Nachgeladen denke hatte ich mal. vorher. Ich wollte jetzt gucken, wie viel wir haben. Ja. 128. Das sollte ja reichen. Locker. Würde ich sagen, hier links und rechts von der Treppe. Ach so. Und ihr dürft nicht auf den anderen schießen. Ja, ich habe eh keine Waffe in der Hand, weil ich ja in ein Auto einsteigen möchte. Ach so. Ja gut. Ja, Also, dann warte mal, warte. gib Kommando. Timer. Ja, warte. Timer 15. Ja, nicht 45. 15. Bist du bereit? Ja. Auf die Plätze. Fertig, los. Also wenn du Zeit mö wissen möchtest, dann musst du. Ey! Das war ja Fenster. schon. Ich krieg den aber auch nicht mehr gedreht gerade. Ich wollte mich hier lang fahren. Aha, dann fahre ich dir mal hinterher. Ist er kürzer? Nee, Ah, bestimmt nicht. querfeldein. Du hast natürlich den richtigen Wagen. Aber ich kann auch springen.
Aber die Bäume sind genauso hart. Aua. Ja, aber du bist halt, hast halt eine höhere Geschwindigkeit. Aber ich komme kaum hier den Berg hoch. Also da habe ich jetzt einen Nachteil. Da habe ich mich selber ausgebremst. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier hinkomme. Du bist hier bestimmt schon mal lang gefahren. So ein Test. Nee. Ich habe jetzt auch gerade die Richtung geändert. Es war doch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo bin ich denn jetzt hier? Genau das war auch gerade meine Frage. Ach, ich bin beim Barbier. So, wo bin ich jetzt? Ach, hier bin ich doch genau richtig. Hä? Bewusstlos, was ist los? Bei mir ist nicht mein Tier. Ja, also ich habe gewonnen, ne? Doch, da ist gerade einer von dir weggelaufen. Ja, aber der stand hinten am Stein, der war richtig weit weg. Da kann ich mich selber, habe ich mich selber getroffen. Das habe ich jetzt. Ich habe einen Schuss abgegeben und bin umgekippt. Warte. Komm. Kann ich mich selber abschießen? Dass ich meine Waffe noch gar nicht richtig in der Hand hatte? Ja, du kannst im Boden schießen. Ja, jetzt bist du schon wieder tot. Ja, ich habe das jetzt ausprobiert. Dann habe ich mich selber abgeschossen. Wie geht das denn? Du musst erst zielen. Du darfst nicht sofort schießen. Hatte ich eigentlich auch. So. Okay, dann habe ich gewonnen, würde ich sagen, ne? Oder so, ja. Aber sonst hätte ich dir auch den Bär gegeben. Ich kann aber... Ja, gut. Den Bär habe ich ja eh erschossen. Na gut, dann wäre es ja gar nicht zugekommen. Aber der Bär läuft weg. Seit wann macht er das? Was haben wir gesagt? Wenn er die ersten Kühltruhen voll hat, ne? Ja. Und dann kann ich ja das Fleisch einsammeln. Dann lasse ich dich schießen und ich sammle das Fleisch ein. Ja, jeder ja nur den er auch selber geschossen hat. Ich weiß nicht mehr, wen ich geschossen habe. Also ich habe zwei. Einmal den da ganz in der Ecke und den, wo ich gerade hinfahre. Okay, aber ging das schon immer, dass man sich selber erschießen konnte? Ich weiß es nicht. Aber teilweise hältst die Waffe sehr blöde. Na, ich habe gezielt. Ich habe ja auch einen Schuss abgegeben, weil ich ihn ja schon im Fadenkreuz hatte. Aber dann, deswegen war ja meine Frage, ob man da dann wirklich backen kann. Aber anscheinend. Ich habe es ja noch ein zweites Mal hinbekommen. Ja, gut, dass ich in deiner Nähe war. So, wo fahren wir jetzt hin? So, 8-8. Da ist nichts mehr, da kommst du mir auch wieder voll entgegen. Vielleicht krieg ich dich im See rein. Dann fahren wir mal zur anderen Seite. Hier waren sie doch auch immer. Ach, da ist doch noch einer. Ja, hier laufen noch zwei Bären rum. Oh. Lass mich einsteigen. Oh. Gott sei Dank. Jetzt kann ich aber nicht nachladen. Komm, mach hin, ich weiß nur, wo noch Tiere sind. Die jagen nämlich hier gerade alle welche. Ich glaube, du hast das nicht gesehen. Also wir haben jetzt noch exakt 10 Minuten Zeit. Okay. Wo ist der hin? Oh, hier sind Wölfe und Bären und was ist denn hier los? Ja, hast du doch. Jede Menge Fleisch. Ja, komm, erst nachladen.
Wölfe, also ich alles gesehen gerade. Ein Reh wurde von 2 Wölfen und einem Bären gejagt. Mhm. Und immer noch. Also kannst immer noch der Party joinen. Ich komme gerade nicht hinterher. Ich suche gerade mein Tier, was ich gerade erschossen habe und finde es nicht mehr wieder. Da liegt's. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Könnte ich ja auf eine Karte gucken, aber... So. Seine erste Kiste ist voll. Da ist noch ein Bär. Nehmen wir mal die nächste Kiste. Zack. Okay, das ist natürlich, wenn du Bären hast, ist natürlich gut, weil ich mache gerade Wölfe und Rehe. Aber bei dir war doch auch noch ein Bär, oder nicht? Ja, so, einer. Jetzt ist hier gar nichts mehr. Ich sehe auf jeden Fall nichts mehr. Gucken, du müsstest ja hier irgendwo sein. So, Hälfte ist rum. Okay. Bist du hier? Jetzt wird's interessant, weil jetzt geht's darum, die Hirsche zu finden. Und das ist, glaube ich, einfach Glück. Ich glaube... Hier werde ich so nichts mehr finden. Ich werde mal... gucken, ob bei uns zu Hause was rumfleucht. Ich bin fast da, das war meine selbe Idee. Kann ich dir berichten, ob was da ist? Vorhin in der Nacht liefen mir welche rum. Ja, 2 Stück. Genau, die suche ich halt auch gerade. Jetzt ist gar nichts mehr da. Einen aber auffällt, ist, wenn man frontal gegen einen Baum fährt und dann einmal rangieren muss. Überhaupt nichts. Ich sehe gar nichts mehr. Gut, ich fahre jetzt auch die Straße ab, aber das macht denen ja nichts, über die Straße zu laufen. Wie viele Wölfe hattest du? 2. 2. Komm, wir fahren mal. Aber das war halt auch einfach nur Glück. Ich hab ja, die Bären gesehen, hab gesehen. Ach ne, waren sogar 2 Bären. Hab die gesehen, wie die Bären laufen. Und dann dachte ich mir, okay, die laufen ja nicht vor mir weg, sondern die werden irgendwas jagen. Hab dann den Hirsch gesehen, wo sie hinterher waren. Und da waren auch noch 2 Wölfe hinterher. Mhm. Ja, dann hast du auf jeden Fall mehr Fleisch. Gucken, ob im Best Burger wieder einer drin ist. Mhm. Obwohl die Straße langfahren ist vielleicht ja auch gar nicht so die schlechte Idee, weil du fährst halt schnell. Und ja, so schnell. Wie du ja selber gesagt hast, du erschreckst die ja nicht. Oder verschreckst die nicht, beides ja. Gucken, ja, wo du nicht bist, so ungefähr. So, ich gucke gar nicht auf die Karte. Ja, ich auch nicht, also. Ich, guck gerade halt die Umgebung aber ab, wo man halt häufiger mal welche sieht. Ich habe auch das Problem, dass ich teilweise nicht nachladen kann. Ich drücke auf R und R und er macht nichts. Hast du mal länger gedrückt gehalten? Hm. 4,30 ich noch. Ich hole mir mal wieder das Gewehr. Aber das gibt's ja nicht. Da oben bist du. Ja, ich habe mir gedacht, komm, fahr mal hier hoch.
Weil ich habe nirgendwo was gesehen, also. Zeit wird natürlich auch knapp jetzt. Aber hier oben ist auch nichts. Aber unten habe ich auch nichts gesehen. Ja. Aber ich glaube, ich kann jetzt bei Olympiade mitmachen. Weitsprung mit dem Auto. So. Hier also ist ich habe schon die Hälfte des Spritzverfahren. Aber ich sehe nicht ein Tier. Geschweige denn, dass ich vielleicht nicht hinterherkomme oder so. Machen wir mal querfeld ein. Ja klar, jetzt ist hier so ein kleiner Busch. Da bleibe ich auf einmal hängen. So. Ich bin gerade Richtung Zeltplatz unterwegs. Also nur die Richtung, die ich fahre nicht bis zum Ende durch. Einfach weil das nicht da ist, wo du bist. Und ich sehe keine, du siehst keine. Also irgendwo müssen sie ja sein. Oder gibt es gar keine mehr. Also halt in der Nähe von unserer Ranch habe ich einen noch gejagt gehabt. Mhm. Einen habe ich. Oh, da läuft noch was. Was habe ich noch? 2,40. Da habe ich wieder einen Schrei gehört. Ah, da ist auch noch einer. Da läuft auch noch einer. Ja, dann hast du ja wieder die gefunden, wo das Rudel ist. Ja, den letzten werde ich aber nicht mehr kriegen. Ich muss jetzt erst noch gucken, dass ich die beiden eingesammelt bekomme. Der dritte wird leben bleiben, denke ich mal. Ja, ich glaube aber auch Hälfte des Spritzverfahrens. Ach, jetzt steht er unten an der Straße. Ja, hier sind noch zwei. Muss man die in der Zeit einsammeln oder getötet haben? Ja, ist egal. Also ich habe überhaupt nichts mehr gemacht. Ich habe eine Truhe voll. Bin jetzt da, wo wir angefangen haben, die Bären zu schießen. Aber da ist... Ja, da bin ich in der Nähe. Nichts gekommen. So 1,30 noch. Ich habe jetzt hier noch drei tote Tiere liegen. Ich gucke jetzt gerade, was mir hier gerade auffällt. Sind die Bären wieder gespawnt oder wie? Nein, nein. Das Sonnenblumenfeld ist weg. Komplett weg. Da ist nur Gras. Hier an diesem, wo die Bären immer, wo du durch die Scheune laufen konntest. Das ist komplett weg. Ist das vielleicht bei dem Winter... Silvester, nee, Halloween-Patch hat es nicht überlebt. Oder? Und, ja, du hast eh gewonnen. Ich bin nämlich hier am Gucken. Und dahinter die Scheune. Du hast noch 30 Sekunden, genau. Ja, ich sehe aber nichts mehr. Und dahinter, die Scheune sieht auch ganz verändert aus. Ja, vielleicht wollen sie ja doch nochmal etwas mehr bringen in dem letzten Patch, der erstmal angekündigt ist, Ende Februar. So, eingesammelt. Habe ich es noch geschafft. Und die letzten 10 Sekunden brechen. Oh, hier läuft doch einer. Ja, da hast du auch nochmal erschossen. Nee. Jetzt klingelt's und da läuft er noch. Also du hast gewonnen, ich brauch gar nicht gucken. Aber total ja, oder du hast. Wir haben gesagt, wer ohnmächtig wird, hat eigentlich verloren. Ja, eigentlich schon. Aber ich bin jetzt gerade hier hinten und das ist ja... Hier war immer Sonnenblumenfeld und oder Maisfeld, ne? Nicht beides? War hier nicht... Das stellst du Fragen. Und die eine Scheune ist total kaputt, da steht nur noch ein Gerippe. Haben wir hier? Aber hier ist auch kein.
kein Tier. Also ich habe jetzt ja ganz am Ende nochmal, also mit dem, was ich jetzt nach der Zeit geschossen habe, habe ich ja nochmal 5 Stück gefunden, ganz am Ende. Also ich habe 3 Kühlboxen komplett voll und eine ist mit 5 Fleisch. Okay. Ich habe eine voll und eine mit 4 oder so. 4 Bären habe ich ja geschossen. Ich nehme natürlich noch das eine Tier mit, was nach der Zeit war, damit sich das auch noch gelohnt hat. Ja gut, wenn dann mitnehmen. Wir schießen ja nicht zum Spaß. Wird ja alles verarbeitet. Ja, und sind mindestens 45 Silber nochmal. Oder Geld. Was haben wir eigentlich? 85. Jetzt bin was ich nur da. Irgendwo einmal machen musste, ist, ich musste einen Baum fällen, weil da ist das Fleisch in den Baum gebackt. Okay. Deswegen nicht wundern, dass hier irgendwo ein paar Baumstämme rumliegen. Da musst du dann der eine Baum dran glauben. Ja, ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Aber auch nix. Berge, Berge, Berge. Das war halt glücklich, dass ich die einen gesehen habe, die sich da gejagt haben. Das waren ja 5 Tiere. Ja, 2 Bären, 2 Füchse, 1 Rentier. Oder ein Hirsch. Füchse auch? Füchse, Wölfe. Wollte nämlich gerade sagen, wo gibt's denn hier Füchse? Das wäre der erste Fuchs gewesen. Oh. Schweinswurst mit 1,6. Reicht uns das oder ist das zu wenig? Ich hätte fast gesagt, das ist zu wenig. Wir haben ab 1,7 verkauft. Oh Gott, Sven, jetzt ist er noch. Guck doch mal auf unser Konto. Ja, aber du weißt gar nicht, wie viel das jetzt noch ist. Wie, hast du wieder was gekauft oder was? Nee, aber... Wir haben doch 85.000. Ja, aber bei der Menge, die dann da weggehen würde, das wäre ja nochmal... Da lohnt sich das ja, den Multiplikator noch auszunutzen. Werden ja 10 Dollar pro Fleisch nochmal extra sein. Ja, dann warte halt. Mach ich auch. Ich fahre mal zum Hof zurück. Ah, hier ist. Da kommt mir natürlich in der Hofeinfahrt noch was Nettes entgegengehüpfelt. Hast du dein Fleisch jetzt verkauft? Nee. Hab genau. Das jetzt hier. Ich tue das in den Hänger rein und in den LKW rein, wenn da nochmal wie am gestrigen Tag ein 1,9er Multiplikator ist oder so. Dann kommt's weg. Mein Fleisch auch mal nach Hause. Also jetzt habe ich noch einen Platz frei. Dann waren die Kühlboxen oder sind die Kühlboxen auch schon voll. Aber ja, die Bären sind halt zuverlässig, ne? Die haben halt den einen Spot und ja, die Rentiere, entweder hat man Glück, findet eins, schreckt damit noch ein zweites Tier auf. Ich habe bis jetzt noch kein weiteres Tier gesehen. Jetzt beim Zurückfahren auch nicht. Also in der Hofeinfahrt habe ich jetzt gerade noch das eine geschossen. Also das habe ich dir dann schon mal so weggenommen. Das hättest du ja sonst noch gesehen. Aber ich bin ja war ja vorhin auch hier. Nicht ganz bei unserem Hof, aber doch in der Nähe. Und habe da auch nichts gesehen. Aber gut, so, jetzt bin ich erstmal zu Hause. So, wo hast du die? Ich stehe hinten bei mir am LKW. Okay, dann kann ich dir die volle mal übergeben. Und die bisschen leere auch. Ja, oder willst du eine auf dem Wagen haben? Ich kann ja 2 drauf lassen. Hier ist einmal 4. Da sind nur 4 Stücke drin und die ist voll. Alles klar, danke. So, dann war das ein Ausflug. Dann haben wir nur was anderes. 4 Boxen komplett voll, ne? 5. 5, ja. 5 mal die 12 sind 60. Mal, was für einen Multiplikator hatten wir denn immer? 45 oder was? 15 ist ein Fleischstück. Ach, 15. Okay, ja, gut, dann hat es, glaube ich, noch niemals für die Munition gelangt. Deswegen
Aber ich Gehen wir habe den auch noch Multiplikator mit. 115 Schuss habe ich ja noch. Ah, okay. Ja, ich habe 64. Okay. Ja, wenn du aber wieder spawnst, dann Habe ich haben wieder wir. mehr. So, jetzt wird es langsam schon dunkel. Mache ich meine Milch noch weg? Habe ich überhaupt noch Milch? Zu reiten würde sich jetzt auch nicht lohnen. Ach, ich muss erst mal wieder die Waffe aus Hand nehmen. Na, war zumindest mal was anderes. Ja. Wir brauchen es ja, wir haben es ja zu Anfang gemacht, um überhaupt Geld zu generieren. War ja das Einfachste quasi. Ja, das und auch sehr, sehr schnell. Ja gut, du musstest immer ein bisschen warten, ne? Die. Ja. Ich habe gar keine Milch mehr hier. Und Aber jetzt ich noch. glaube, wir waren in den ersten Folgen, glaube ich, immer jagen am Anfang. Immer mal zumindest mal irgendwie eine Box voll machen oder sowas. Das sind alles Jungtiere, die hier sich hier an den. Siehst du, ne? Ja, du bist wenigstens eine. So, kommt mir einer entgegen. Wie voll ist die Kanne? Die ist voll, okay. Ach, du nutzt jetzt nochmal die halbe Stunde aus. Ja, ich hatte eine Kanne, die war so gut wie voll. Die habe ich jetzt nochmal voll gemacht. Wenn die hier über den Weg laufen. Nur dann laufen sie dir noch im Weg, dass du nicht an diesem, wie heißen die? Ja, die Zapfanlage drankommst. Ach, und dann hast du sie angeleint. Ja, nee, du kommst nicht dran, so ungefähr. Guck mal, jetzt habe ich sogar eine zweite Kanne. Schon wieder voll. Geht ja eigentlich recht schnell. Ja, Milch geht richtig fix. So, das sollte aber jetzt reichen, weil die legen sich nämlich um 21 Uhr hin. Und zwar jetzt. Dann kann ich einmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seid ihr jetzt alle nach draußen gekommen? 7, 8, 9, 10, 11, 12 habe ich mittlerweile hier. Ja, wenn Bullen dabei sind, müssen wir dann noch mal, weil das reicht ja locker. Wenn Bullen dabei sind, können wir dann die Bullen noch mal. Und wie sieht's hier aus? Was verringern? Ist die Kuh hier ganz alleine in dem hinteren Stall? Ah, nee. Doch, müsste. Nee, zwei Oder. Stück sind hier. Okay, hier ist eine. Oh, hier, eine ist schwanger, ein Schwein. Zwei sind schwanger. Also die Rindern hier hinten sind beide nicht schwanger. Von den Fleischrindern. Hey, okay. Da ist nichts mehr Und wir haben gekommen, noch. weil wir ja da den Bullen auch weggenommen haben. Aber kommen wir noch mal zu den Ferkeln. Wir haben ja sechs Ferkel übergelassen, sage ich mal. Und Davon hier. sind zwei jetzt schwanger und ich finde, die sehen eigentlich alle noch mega jung aus. Dass die schon geschlechtsreif sind, wundern mich. Und bei den Milchkühen ist auch keine Kuh, die schwanger ist. Also. Obwohl, das könnte schon geschlechtsfähiges Alter hier sein. Also es bewirkt doch was, wenn wir die Bullen wegtun. Was heißt, im anderen Stall packen. Wo bist du? Hier sind die Schweine. So, ich komm. Männlein, Männlein, Weiblein schwanger und auch schon deutlich Ach, schwanger. da sehe ich wieder das Zeichen nicht. Warum ist das Zeichen? Kann man das Zeichen nicht laufend sehen? So, jetzt sehe ich's. Mit Knien geht's. Auch weiblich schwanger, aber noch nicht so lange. Ja.
Und draußen nochmal zwei Männchen. Dementsprechend nicht schwanger. Dann würde ich die Männchen rausnehmen. Ja, die könnte man. Ja, wir haben gerade keinen Kühltraum mehr. Okay. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, gut. Aber ja, dann könnte man die Schweine echt rausnehmen. So. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge. Upp, Danke. mach die Tür vor Nase zu. Und wir sehen uns ja zur nächsten Folge wieder hier beim Rennsimulator mit dem Kellerkind und dem Marcel. Ciao. Ciao. Strong.